Okay, Leute, bevor ich das Wort an den Dönitz übergebe, möchte ich wirklich nochmal von mir aus sagen, vielen, vielen Dank für 750 Abonnenten. Das ist einfach zu krass, was wir dieses Jahr alles bisher erreicht haben. Ich habe mir wirklich am Anfang des Jahres dachte ich so, ja, es wäre babamäßig, wenn wir ungefähr so 350, 400 Abos ungefähr so schaffen würden. Ja, jetzt sind wir jetzt einfach schon 750 und das Jahr ist noch nicht rum. Das Jahr ist noch nicht rum. Und es ist einfach zu krass, was bisher so wirklich passiert ist. Wer weiß, was am Ende des Jahres noch dastehen wird. Aber ich betrachte den jetzigen Moment und es ist einfach wirklich viel zu krank, was ihr da draußen alles möglich gemacht habt und was überhaupt so alles passiert ist. Leute, es wird noch ein Video geben von diesen Packs hier. Ein Pack habe ich noch übrig und das möchte ich jetzt einfach nochmal, bevor dieses richtige Special nochmal kurz losgeht, öffnen, weil vielleicht haben wir nochmal Glück. Vielleicht haben wir einfach nochmal Glück. Das wäre es jetzt wirklich komplett gewesen. Aber komm, ich drücke einfach mal drauf und wir haben drin, jawohl, wir haben Skill Boost. Aber das ist doch total egal. Die weiteren Packs gibt es dann später. 17 Uhr, denke ich, ist die Premiere, genau. Seid auf jeden Fall am Start. Und ja, dann jetzt, let's go. Aue, 94er. Huh, hier, guck mal. Aue, ich wollte Schlachti eh noch eine Freundschaftsanfrage schicken, aber ich glaube, ich finde ihn eh nicht. Doch, da ist er. Aber wenn ich jetzt hier auf Freundschaftsanfrage, oder? Ja, ich kann keine Freundschaftsanfrage schicken, weil meine Inbox schon wieder über 32 Nachrichten beinhaltet. Plus die Freunde, die ich habe. Und deswegen kann ich keine Freundesanfrage schicken. Aber ich kann trotzdem das Team von Macht aus dem Schlacht hier mal bewerten. Ja, es ist dumm. Also, was da sich bei EA gedacht hat, derjenige, der das programmiert hat, Frank oder so. Komplett lost. Komplett lost. So, wir gucken uns das Team an. Von Schlachti hat einen 94er Team. Dafür gibt es schon mal 5 Punkte. Er hat einen Männel. Natürlich. Aber der Männel ist halt jetzt für einen 85er. Ja, man muss schon sagen, so schlechte Werte hat er gar nicht. Aber wenn ich den jetzt mit einem 85er, keine Ahnung, wen vergleiche, hat der andere immer viel besseres. Der weil es halt einfach ein Männel von Aue ist. Aber er mit seinem Männel. Mbappé ist gut, müssen wir uns gar nicht angucken. Calvert-Lewin ist auch gut. Hofmann? 86 Tempo, 79 Schießen. Vielleicht ein bisschen der Schusswert zu wenig, aber ansonsten, wir sind ja noch am Anfang von FIFA Mobile, da geht's noch klar, muss ich sagen. Sabitzer? Da spare ich mir meine Worte, sensationelle Stats. Goretzka natürlich auch, Goretzka noch mehr Allrounder. Sabitzer ist eher so der offensivere Typ. Goretzka, will ich jetzt nicht sagen, dass es eher der defensivere Typ ist, sondern Goretzka ist wirklich der Inbegriff von einem Allrounder. Der kann offensiv gut sein, der ist defensiv gut. Goretzka ist einfach Baba. Tolisso. Tolisso ist für ein ZOM, finde ich, schon ein bisschen zu defensiv mit 79 Abwehr und so. Ansonsten hat er auch Offensivwerte gute. Mit 85 Tempo, 81 Schuss, 86 Beweglichkeit, 85 Schuss. Also eigentlich auch so ein kompletter Allrounder. Aber Tolisso sehe ich eher als ZM. Keine Ahnung, wieso EA sich gedacht hat, ZOM. Dann Benze Baini ist zu langsam, 78. Also ein paar Spieler, da weiß ich schon so die Stats. Süle ist eigentlich auch. Ja, Süle geht aber noch mit 69 Tempo. Aber für mich auch so ein bisschen zu lahm. Philipp lahm. Und Mukiele. Mukiele ist natürlich komplett anders als Benze Baini. Mukiele nice. Benze Baini eher nicht so nice. Deswegen muss ich sagen, ich glaube, ich gebe dem Schlachti nicht die volle Punktzahl. Ich würde dem Schlachti eher, wir müssen ja mitbedenken, dass es ja am Anfang von FIFA Mobile ist. Ich glaube, ich gebe dem Josh da rein schon, weil hier Josh da gerade reinschreibt. Ich gebe dem Schlachti, gebe ich, glaube ich, 4 Punkte. Ja, komm. Wir geben den Schlachti 4 Punkte und insgesamt holt der Schlachti hier 9 Punkte. Und Schlachti, ich muss dir eine Freundschaftsanfrage schicken, irgendwann mal bei einer etwas ruhigeren Gelegenheit, weil auch wenn ich die jetzt ablehnen würde, würde es 2 Minuten später wieder komplett voll sein.